zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Und ja, so fange ich sehr, sehr häufig an. Wir kriegen mal was live rein hier. Kekse24, der Dritte, versucht sich hier auf die Nummer 9. Ich muss mal gerade gucken. Er ist ein Elfer, glaube ich, ne? Es müsste ein Rathaus 11 auch sein. Also aktuell hier im Clankrieg gegen Top G. Wie heißt das? JH, glaube ich. Ja, JH. Und im Moment sieht es, glaube ich, noch ganz gut aus. Wir sind auch bei Free-to-Play ganz gut unterwegs. Was Clankriege angeht, obwohl wir wirklich geschrumpft sind, bekommen wir mit 17 Leuten ein 10er CK zustande, also im Clan Free-to-Play. Wobei das hier ja eher auch ein 10er, nee, 15er, glaube ich, ist natürlich mit etwas mehr Membern. Aber ich meine, wir haben im Clan Free-to-Play auch mit 38 Leute nicht mehr als ein 10er CK zusammenbekommen. Cool, ne? Naja, egal. Mal sehen, ob es hier reicht, ob es hier für einen Hype reicht. Oh, das ist eine ganz knappe Geschichte. Aber Frau Pecker ist auch noch da oben. Perfekt. Und Frau Pecker tankt noch ganz gut. 12 Sekunden noch. Ja, das müsste eigentlich reichen. Wunderbar. Schöne 3 Sterne hier von Kekse. Endlich mal wieder ein bisschen was live reinkriegen hier. Und schöne weiße Mauernbase. Ja, ich weiß gar nicht, wo ihr das immer alle her habt. Dieser Hype um Rathaus 15. Ja, natürlich. Laut Ari kriegt hier Lack. Wo ihr das immer alle her habt, Rathaus 15 kommt und wann kommt Rathaus 15, mache ich schnell noch meine Mauern. Ja, ich wollte eigentlich gestern Abend schnell meine Mauern gemacht haben und habe jetzt auch schon wieder was vergessen. Okay. Oh, ich glaube, Arik hat kassiert. Jawohl, die gehen auch ganz schön. Die gehen auch schön von unten nach oben. Der nächste wird dann der Avatar sein. Bei uns ist das im Moment nicht so. Noch schläft der Clan hier. Aber ich wollte eigentlich auch Mauern gemacht haben, nur habe ich so von Rathaus 15 noch nie was gehört. Also ich habe natürlich schon was davon gehört, weil nach 14 kommt bekanntlich 15. Und aber mehr nicht. Mehr halt nicht. Und deswegen bin ich da auch nie so, sowas kennt ihr auf meinem Kanal nicht, dass ich irgendwelche Thesen gebe oder irgendwelche Sätze in Reddit versuche klein zu kauen, sodass es ein Rathaus 15 wird und so weiter. Also trotzdem glaube ich, würde ich ganz gerne vor Rathaus 15 meine Mauern fertig haben. Die hätte ich schon lange fertig haben können. Natürlich hätte ich die schon lange fertig haben können. 53 Stück muss man noch machen. Letztendlich war eigentlich der Mauernmontag dafür da. In den Livestreams haben wir aber nun mal versäumt, müssen wir jetzt halt am Mauern-Dienstag machen. Also mal sehen, wie weit wir kommen mit unseren Mauern. Welche ich hier eigentlich mache, ist letztendlich relativ egal. Oh, das können wir schon gar nicht mehr machen. Dann müssen wir gleich schon die Mauerringe dafür nehmen, aber dafür sind sie auch da, dass man die Mauerringe dafür nimmt. Ja, perfekt. Oh, habe ich den jetzt gar nicht genommen? Ah, den habe ich. Den jetzt gerade vergessen. Ah, nee, ich habe den äußeren gemacht. Alles klar, ich habe den äußeren gemacht. Sehen die so unterschiedlich aus. Ah ja, okay, außen sehen sie wieder ein bisschen anders aus. Hätte mir auch mal schon mal auffallen können. Okay, jetzt habe ich auch keine Mauerringe mehr, aber es gibt natürlich jede Woche hier Mauerringe und ich kaufe sie mir jetzt auch. Ja, Leute, ich kaufe sie mir auch von den Überfallmedaillen. Einmal, zweimal, dreimal. A, habe ich ganz nett wieder ein paar Medaillen ausgegeben und B, natürlich kann ich noch ein bisschen weiter meine Mauer machen. Mal sehen, wie weit wir hier in einer Folge denn eigentlich kommen. Machen wir gleich noch ein bisschen Angriff, würde ich sagen. Und keine ganzen drei. Haben wir irgendwas hier im Pass? Irgendwas hier im Pass, was nach Mauer aussieht. Irgendwas im Pass, was nach Mauern aussieht. Das ist Gold, das ist schon mal nicht schlecht. Elex ist auch gut. Ja klar, ist das alles gut. Keine Frage, Leute. Das ist der Pass. Und der Pass ist natürlich immer sehr, sehr cool. Wir haben hier eine Rune, die kann ich allerdings nicht nehmen. Okay, dann können wir die natürlich nehmen und die können wir dann gleich auch nehmen. Perfekt, würde ich sagen. Bauarbeitergold nehmen wir auch mit. Das Dunkle hole ich mir denn irgendwann mal Russ. Und dann würde ich sagen, machen wir einfach mal weiter mit ein paar Mauern. Ist natürlich stumpf und ultra langweilig, hier Mauern zu machen. Aber wir kriegen zwei Stück hin. Einmal und zweimal. Wir sind jetzt auch schon im Pass so weit, dass wir halt die größte Einsparung haben durch den Pass. Und dann würde ich sagen, machen wir uns einmal die Dinger voll hier. Einmal, zweimal. Dann haben wir 20 Milli wieder drin.
Und ja, klar, könnte ich jetzt natürlich noch mehr ausgeben, aber ich bin immer so unheimlich geizig, Leute. Ich könnte mir die jetzt natürlich noch mal hier aus dem Pass holen. Also, und noch mal ausgeben. Aber macht man das? Weißt du, dann habe ich irgendwann keine Rune mehr, wenn dann doch Rathaus 15 kommt. Ne? Wer weiß, wann Rathaus 15 kommt. In dieser Woche in jedem Fall nicht. In dieser Woche ist ganz hart WM. Ich denke, ihr habt es auch schon gelesen. Also, das ganze Prinzip ist ja hier erklärt in den Championship Qualifier Challenge. Dort ist das Ganze erklärt, wie der Spielplan ist. Hatte ich ja gestern schon gesagt, wollte ich mich ja auch schlau machen, ab wann das losgeht. Immer schön morgens um 9. Ja, perfekt eigentlich, würde ich sagen. Obwohl ich um 9 auch gerne noch schlafe. Muss ich auch mal so sagen. Aber okay, man kann auch Clash of Clans im Bett gucken und im Bett spielen. Ja, passt schon. Okay, dann haben wir hier auch ein bisschen gespendet. Perfekt, dann machen wir noch ein paar Mauern weiter. So, wo sind wir stehen geblieben? Hier sind wir stehen geblieben. Eine. Zwei, wie viel kriegen wir damit hin? Ah, wir kriegen 3 Stück damit hin. Perfekt. Da haben wir schon wieder ganz schön viel geschafft hier. Und wenn ich jetzt nochmal Gold- und Elix-Rune nehme, dann kommen wir fast, ja, dann nähern wir uns schon ganz, ganz gut dem Ende. Ich gucke mal gerade, was in den Clan-Spielen gibt in den Rewards, da gibt es eine Rune des Goldes, sehr cool. Eine Rune des Goldes und ein Heldenbuch, sehr cool. Ja, ich würde sagen, dann können wir die Rune des Goldes in jedem Fall nochmal nehmen. Kriegen wir eine wieder. Und können nochmal ein paar Mauern machen. Sehr schön. 1, 2 und 3. Jawohl, mal gucken, wie viel wir jetzt haben. 3.200.000 da oben. Auch nicht schlecht. Sehr ärgerlich, dass man Mauern noch nicht mit Dunkler machen kann. Aber okay, das wäre dann doch ein bisschen zu viel. 33 noch, Leute. 53 waren es eben. 20 Mauern jetzt in der Folge gemacht. Perfekt. Schöner geht's gar nicht. Ich meine, ich bin jetzt auch nicht so der Ultra-Angreifer, das wisst ihr selber. Also jetzt, was die Masse der Angriffe angeht. Aber na gut, 25 gewonnen. Ne? Ist ja auch nicht schlecht. Ich habe aber keine Clanburg, ne? Müssen wir uns eben mal Klönburg nehmen. Jetzt haben wir Klönburg. Perfekt. Und dann gehen wir mal ein bisschen in den Angriff rein. Also, 33 Mauern noch. Das müsste eigentlich zu schaffen sein. Bevor denn, ja, irgendwann mal Rathaus 15 kommt. Ich möchte mal einmal, ich weiß, ich habe dem eigentlich lange, lange Zeit hinterhergelaufen, diesem Update-Prozedere. Das heißt also, immer wenn ein neues Update kam, war ich noch nicht ganz fertig mit meinem Hauptdorf oder überhaupt nicht fertig mit meinem Hauptdorf und musste immer noch was machen, wenn es nur die Mauern waren. Das hat mich auch immer ein bisschen geärgert. Also ich bin dem immer so ein bisschen hinterhergelaufen und ja, den nehmen wir mal mit hier. Der hat noch nicht alle Mauern integriert. Perfekt. Muss auch mal gerade gucken, wie wir das am einfachsten machen. Von wo? Nach wo gehen wir? Ich würde sagen, wir gehen hier. Okay. Ach, jetzt habe ich die Queen da rausgespielt. Oh, König. Ich wollte eigentlich den Warden spielen. Naja. Okay, dann ist es jetzt doch die Königin geworden. Ist nicht so schlimm. Immer machen wir mal da schon mal ein Löchli auf. Und den hier nehmen wir hier. Perfekt. Oh, nicht, dass meine Queen dort stirbt. Die soll eigentlich gar nicht reingehen. Die soll da irgendwo hingehen. Nur nicht rein. Macht sie auch nicht. Okay. Macht sie auch gar nicht erst. Alles klar. So, mal gucken, wo sie hingeht. Okay, sie geht da weiter. Dann gehen wir hier weiter. Nehmen hier nochmal 2 Ballons. Einen davon. Einen Mauerbrecher. Jetzt habe ich natürlich da unten auch die Mauer aufgebrochen. Was jetzt ein bisschen doof war. Gar keine Frage, der steht nicht richtig. So, den royalen Champion damit rein. 3 Ballons und irgendwie geht es immer noch nicht richtig durch die Mauer durch. Der andere Mauerbrecher hat das da nicht gepackt. Alles klar, der andere Mauerbrecher hat das da nicht gepackt. So, schauen wir mal, wo wir hier eigentlich noch so ein bisschen was wuteln können. Oh, ich muss den Royal Champion jetzt schon zünden. Okay. Aber das Rathaus fällt. Perfekt.
Und dann könnte ich eigentlich auch mal einen Warden zünden, ne? Könnte man mal machen. Toti zündet den Warden, ja. So, einmal da. Dann können wir hier hinten sicherlich noch mit dem Babydrachen so ein bisschen kontern. Und haben hier unten die beiden, alles klar. So, und da den Gift auf dem Magierturm. Ich weiß, hilft nicht. Hätte ich mal auf einen Helden nehmen sollen oder sowas. Hilft nicht, aber egal. 700k, 24 Pokale. Im Moment gehe ich ganz gut hoch, was die Pokalanzahl geht. Und wollte allerdings nicht in die Legendenliga, aber wir sind jetzt schon bald, ja, was heißt bald, da sind wir doch noch 4699, okay, sind wir doch noch ganz, ganz schön weit von entfernt. So, nehmen wir die. Was konnte ich nicht machen? Ich glaube, ich konnte hier noch einen Trank davon nehmen, weil wir das auch im Pass nochmal bekommen und ich das Dunkle dann ganz gerne ab und zu hier unten mal einsetze einer Schmiede. So bleibt das immer so ein bisschen, so, ich sag mal, so ein bisschen leerer das Lager, ne? Okay, jo, das ist eigentlich gewesen. Also mal sehen, Mauern machen vor Rathaus 15 oder halt der Rathaus 15 Hype ist relativ groß. Ich habe den Champion doch noch nicht. Ich habe den Champion noch nicht. Was fehlt mir denn noch? 140 Punkte, okay. Kriege ich aber heute noch hin. Perfekt, kriege ich heute noch hin, weil ich nochmal den Sternebonus bekomme. Damit habe ich dann hier unten das Spiel auch fertig für 200 Punkte. Also kriegen wir den König aus dem Pass, den neuen Skin, den neuen für den Warden, der noch kaufbar ist. Ich habe mich noch nicht entschieden, aber danke schon mal für die 2-3 Kommentare da, Toto, machen. Ja, mal sehen, was wir machen. Erstmal machen wir Mauern. Ich möchte echt mal gerne Max sein. 33 Stück noch. Das lässt auf jeden Fall hoffen. Wie viel haben wir denn hier drin? Okay, hier muss noch ein bisschen was reinkommen. Mal sehen, wir haben auch noch den Clankrieg hier. Da kommt auch noch ein bisschen Reward mit rein. Also sollte das passen, dass wir vor Rathaus 15, wenn es denn irgendwann mal kommt, die Mauern auch fertig haben und unser Dorf hier, Tutu Kompletti, dann auch weiter aufrüsten können. Das heißt also, alle Lager befüllen, nichts mehr ausgeben, bunkern. Und dann kann man in jedem Fall, denk ich mal, einen guten Start hinlegen. Ein paar Gems habe ich auch noch, passt also. Und das soll es aber auch gewesen sein. Ich hoffe, das Ganze hat euch ganz gut gefallen. Wenn ja, dann lasst mir ein Abo da. Daumen nach oben nicht vergessen und dann sehen wir uns in alter Frische. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Euer Toto. Clashed.